Wo kommt der Mensch her? Wo wird er hingehen? Teil 1 von 8. Norbert Nelte, Internationalen Sozialisten. Das Universum ist eine Entwicklung von Zufällen. Raum und Zeit sind unendlich. Entdeckt hatte man die Zufälligkeiten bei der Quantentheorie. Vom Standpunkt des Physikers ist die Radioaktivität die Urquelle des Zufalls. Als Albert Einstein und Niels Bohr einmal auf den Zufall in der Quantentheorie zu sprechen kamen, sagte Albert Einstein als religiöser Mensch, Gott würfelt nicht. Niels Bohr wies ihn dann praktisch zurecht. Hören Sie auf, Gott Vorschriften zu machen. Damit wies er auch auf den Widerspruch hin, mit dem alle religiösen Menschen leben. Sie stellen sich als kleine Wesen ein oder mehrere Götter nach ihren Vorstellungen vor, der oder die dann aber übermächtig sein soll. Albert Einstein hat sich deshalb auch mit der Quantentheorie sehr schwer getan und die Welt des Zufalls nicht betreten. Eigentlich schade. In der Evolution ist der Zufall deutlicher. Bei jeder erfolgreichen Mutation gibt es hunderte Mutationen, die nicht erfolgreich sich durchsetzen und wieder aussterben. Das lernen schon die Biologiestudenten, wenn sie für den Professor bei der Feldforschung zählen, messen und wiegen. Das Motto der Evolutionswissenschaft heißt Zufall Notwendigkeit. Nur die an der Umwelt am besten angepassten Mutationen überleben. Das ist die Notwendigkeit. Bei Wikipedia wurde der Zufall bei der Evolution erklärt mit einer erfolgreichen Mutation zu 990 nicht erfolgreichen Mutationen und 35 Mal das Wort Zufall. Seitdem aber 2009 eine große Spendenkampagne dort lief, wurde Wikipedia Amerika und religionsfreundlich. Der Zufall verschwand da ganz für eine große Wischiwaschi-Erklärung. Die Evolution ist ein einziges Lotteriespiel. Nun ist das kein Beweis, dass es keinen Gott gibt, sondern es sagt aus, dass ein Gott für den Urknall und die Evolution eigentlich nicht notwendig sei. Und wenn es doch einen Gott zum Beispiel für die Moral oder für die Gesundheit gibt, dann wäre er oder sie für die Schöpfung nur ein Stümper, ein Lotteriespieler und für das andere auch. Vielleicht gibt es ja nur einen Kriegsgott oder eine Kriegsgöttin. Dann wäre das aber eine Amerikanerin. Vom Vormenschen bis zum Homo sapiens als einzige Population. Der Vormensch oder Homo australopithecus entwickelte sich vor 4,5 Millionen Jahren aus dem Voraffe. Es war eigentlich nur ein Schimpanse, der aufrecht gehen konnte. Vor 6 Millionen Jahren riss die afrikanische Kontinentalplatte auf. Das Rift Valley und eine Gebirgskette entstand. Und östlich von ihr, in Kenia und Tansania, zog sich der Urwald zurück. Eine Savanne entstand. Und der Voraffe musste aufrecht gehen lernen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis der Schöpfung. Nun konnte der Homo Australopithecus Link 1 seine Hände für etwas anderes einsetzen, als von Ast zu Ast zu angeln. Er lernte mit einem Stück Knochen in einen Termitenhaufen zu stochern und so an die eiweißreiche Nahrung der Termiten zu gelangen. Dies führte zu einem enormen Wachstum des Gehirns. Gleichzeitig entwickeln sich auch andere Arten und Rassen in Afrika von dem Voraffen.
der Homo afarensis, der Homo habilis, der Homo africanus und im Tschad gab es sogar einen noch 6 bis 10 Millionen Jahre alten Vormenschen, der Homo Ptomai. Sie starben aber alle wieder aus. Vor 2,5 Millionen Jahren entwickelte sich in Malawi aus Homo australopithecus der Mensch, Homo erectus. Link 2. Vor 1,75 Millionen Jahren arbeitete er mit einem Faustkeil. Er lernte spätestens vor 790.000 Jahren das Feuer zu kontrollieren. Beides sind die größten und wichtigsten Entdeckungen des Menschen, denn damit machte er sich unabhängig von Klima und der Sonne. Er breitete sich über ganz Asien und Europa aus. Er lernte dabei auch mit dem Faustkeil das Fell der Tiere abzuziehen und selber anzuziehen. In Europa waren die ersten Funde in Italien, Ceprano bei Rom, schon circa 700.000 Jahre alt. Link 3. In Deutschland sind die ältesten Funde in Niedersachsen, die Schöninger Schwären, 400.000 Jahre alt, Link 4, und in Thüringen Pilzingsleben, ebenfalls 400.000 Jahre alt, Link 5. Zitat aus Wikipedia. Aus der Fundanlage lassen sich drei Wohnbauten rekonstruieren. Es handelte sich wahrscheinlich um zeltartige Stangenkonstruktionen, deren Bedeckung, die wohl aus Tierfellen bestand, mit Knochen und Steinen fixiert war. Ein weiterer Hinweis auf die geistige Welt des Homo erectus ist ein fast kreisrunder, pflasterartiger Platz mit einem Durchmesser von etwa 9 Meter. Die Knochen und die zum Teil ortsfremden Steine wurden in den Löss eingedrückt und liegen nur in einer einzigen Lage. Dieser Pflaster zeigt nur wenige Artefaktfunde und macht einen aufgeräumten Eindruck. Im Nordwesten dieses Platzes befand sich eine Feuerstelle und ein Auerochsenschädel. Dazu ein Amboss aus einem Travertinblock und mehrere menschliche Schädelfragmente. Zitat Ende. Wikipedia. In Europa und Asien heißt die Unter- bzw. Nachfolgeart des Homo erectus Homo heidelbergensis. Link 2 und danach Neandertaler. Er hat kürzere Unterarme als der Homo sapiens sapiens und nicht so ein ausgeprägtes Sprechorgan wie er. In der Kälte des Nordens verliert er alle Pigmente und bekommt eine weiße Haut und blonde Haare. Inzwischen hat sich in Südafrika vor 170.000 bis 200.000 Jahren aus dem Homo erectus der moderne Mensch, der Homo sapiens sapiens, entwickelt. Über Palästina wanderte er vor 40.000 Jahren in Europa ein. Der Homo sapiens lebte in dieser Zeit schon mit 100 Menschen in einer Gruppe, wobei der Neandertaler nur in Zehnergruppen zusammenlebt. Der Homo sapiens kann schon fischen und die Fische auch lagerfähig räuchern. Dennoch ist es auch zu friedlichen Begegnungen zwischen Neandertalern und dem modernen Menschen gekommen. Der Sapiens konnte schon Löcher in seine Schmucksteine für die Halsketten machen, die Neandertaler noch nicht. Aber diese Technik muss er scheinbar vom Sapiens gelernt haben, denn später wendete er sie auch an. Es kam auch zu sexuellen Begegnungen zwischen beiden. In Portugal fanden die Archäologen ein Skelett mit einem Kopf eines Homo sapiens und Unterarmen wie ein Neandertaler. Dieser zog sich bis Portugal zurück
und starb dann als eigenständige Art vor 35.000 Jahren aus. Anzeichen von einem Krieg zwischen beiden gab es nicht. Die Neandertaler hatten einfach Schwierigkeiten, ihre Kinder zu ernähren. Aufgrund der kleinen Gruppen der Neandertaler ist es sicher dort auch häufiger zu Inzucht gekommen. Die erfolgreichen Sapiens hatten eine viel höhere Geburtenrate. Einzelne Neandertaler sind einfach aufgegangen in die Sapiens. Heute stammen alle Weißen genetisch zu 2% von dem Neandertaler ab. Die weiße Haut und die blonden Haare haben wir von ihnen. Mit dem Aussterben als eigenständige Art sprechen die Biologen nur noch von einer Rasse Menschen. Die verschiedenen Ethnien haben nicht mehr so gravierende Unterschiede wie ein Schäfer und ein Dackel zum Beispiel. Weiter mit 2.8. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Zweiter Teil von 8.